166 Euro pro Tag nur durch das Hören von Musik verdienen. Herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video gibt es mal eine sehr geniale Methode zum Online-Geld verdienen und zwar nur dadurch, dass man Musik hört. Mein Name ist Leon Kramer und auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden zum Thema Online-Geld verdienen. Wenn du auch Online-Geld verdienen willst, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr. Ich werde hier regelmäßig neue Methoden zum Thema Online-Geld verdienen hochladen. Falls jetzt noch Fragen da sind, sollten gerne in die Kommentare schreiben und dann geht es auch direkt schon los mit dem Video. Wenn wir uns einmal auf YouTube umschauen, dann sehen wir direkt, dass die Videos mit den meisten Aufrufen ganz klar immer von Musik handeln, beziehungsweise auch Musikvideos sind. Beispielsweise hier Despacito von Luis Fonsi, 7,6 Milliarden Aufrufe, also gigantische Summen. Es geht sogar noch besser und zwar, das wissen viele gar nicht, Baby Shark tatsächlich ein Video mit 9,6 Milliarden Aufrufen, auch ein Song tatsächlich hier, ein Kindersong. Wir sehen es ja auch hier, Most Viewed Video on YouTube. Und ja, jetzt werden sich einige denken, okay, Musik schön und gut, ich will aber gar keine Musik machen, ich möchte Musik hören und damit dann Geld verdienen. Und dazu gibt es jetzt eine extrem geniale Methode. Und zwar, ich habe euch da mal ein Prinzip bzw. einen Kollegen vorgestellt, der diese Methode wirklich perfekt beherrscht und auch einen geheimen Tipp werde ich euch in diesem Video auch noch geben. Und ja, es geht heute nämlich um die Person bzw. den Kollegen Floda Flow. Floda Flow ist jemand, der sich hier nur durch Musikhören einen kompletten YouTube-Channel, sogar auch mehrere Channels aufgebaut hat und hier tatsächlich über 100.000 Abonnenten hat. Was macht er? Er lädt Videos hoch und schaut sich in den Videos einfach nur die neuesten Lieder aus Deutschland an. Wenn ihr die Musikszene in Deutschland ein bisschen verfolgt, dann werdet ihr wissen, dass immer Donnerstag um 0 Uhr neue Videos bzw. neue Musik auf YouTube rauskommt. Er reagiert hier immer auf die neuesten Videos, zum Beispiel hier Bad Moms J oder auch Shirin David oder eben ja, Apache, alle möglichen neuen Songs, die eben rauskommen. Und er macht das dann immer so. Er lässt eben das Musikvideo laufen, hört sich das Ganze an, sagt dann ein, zwei Sätze dazu und lädt das Ganze hoch. Das war es im Prinzip. Aber jetzt kommt eben ein wirklich super Tipp ins Spiel. Und zwar, das hier ist tatsächlich nicht sein einziger Kanal und der ist schon natürlich super. Wir werden uns auch gleich genau anschauen, wie viel man hier mit so einem Kanal verdienen kann. Sondern er hat noch tatsächlich einen kompletten zweiten Kanal und zwar Floda Flow K-Pop. Und dieser Kanal hat einfach mal 400.000 Abonnenten. Also nochmal viermal so viel, also extrem viel. Also ein sehr erfolgreicher Kanal. Und hier hat er wirklich eine geniale Methode verwendet. Und zwar, er reagiert hier tatsächlich auf asiatische Musik. Das heißt, er reagiert hier auf Songs, die in Asien rauskommen und die natürlich hier auch in Deutschland nicht wirklich bekannt sind. Und was ist jetzt sein Erfolgskonzept? Und zwar, die Asiaten, für die ist es natürlich extrem besonders und auch was ja Ungewöhnliches und was natürlich viele Leute dort interessiert, wenn ein Deutscher zum Beispiel auf asiatische Musik reagiert. Das heißt, wenn wir uns hier zum Beispiel die Videos mit der größten Beliebtheit anschauen, sehen wir hier zum Beispiel German Watches K-Pop, also K-Pop, so nennt sich die asiatische Musikrichtung da. 1,8 Millionen Aufrufe, 1,8 Millionen Aufrufe für asiatische Songs und das ist wirklich genial. Und ja, jetzt schauen wir uns nochmal an, wie viel er hiermit denn so verdient. Das heißt, wir haben hier natürlich einmal den Floda Flow YouTube-Kanal für deutsche Videos. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel, ja, hier sehen wir die ganzen Analysen. Er macht hier mit diesem Kanal 200.000 Aufrufe im Monat, sind hier ungefähr 733 Euro. Die Zahlen sind hier immer ein bisschen ungenau. Also ich würde das Ganze hier schon, also er verdient hiermit mindestens 1.000 Euro pro Monat, ganz klar. Hier verdient er alleine durch die Videos natürlich schon 733 Euro, aber mit Placements, mit Werbung, mit Affiliate-Links und so weiter locker über 1.000 Euro. Und ja, der zweite Kanal läuft natürlich nochmal deutlich besser. Hier hat er über 1 Million Aufrufe, sogar 1,1 Millionen Aufrufe pro Monat und einfach nur dadurch, dass er eben Musik hört. Wir sehen hier nochmal die Entwicklung und es läuft sogar gerade verhältnismäßig schlecht bei ihm. Das heißt zum Beispiel, letztes Jahr hatte er teilweise 4 oder 7 Millionen Aufrufe pro Monat. Und hier verdient er alleine mit diesem Kanal in einem schlechten Monat schon 4.000 Euro. Und dann hat er wahrscheinlich hier bei dem Monat, bei dem er nochmal 7-mal mehr hatte, hat er natürlich nochmal deutlich mehr verdient. Also logischerweise dann das Siebenfache. Und ja, wenn wir die beiden Kanäle mal zusammenrechnen, es sind jetzt noch keine anderen Einnahmen, zum Beispiel Sponsorings, Werbung, Affiliate-Einnahmen mit eingerechnet. Alleine mit diesen beiden mit diesen beiden Kanälen verdient er schon 5.000 Euro pro Monat. Und deswegen komme ich natürlich hier
auch auf diese Zahl. Das heißt, ich habe sie schon ausgerechnet, 5000 durch 30 sind eben 166,66 € pro Tag. Und was macht er eben? Er macht nicht wirklich viel. Er schaut sich eben hier asiatische Videos an im Bereich Musik und reagiert dann darauf und lädt das Ganze dann hoch. Jetzt werden sich einige fragen, okay, kriegt man da nicht Copyright-Probleme, darf man das überhaupt? Und dazu habe ich euch natürlich zwei Sachen rausgesucht. Natürlich, ich bin kein Anwalt, aber das kann im Prinzip auch jeder hier raussuchen. Das Urheberrechtsgesetz, also hier das Zitatrecht. Wichtig ist dabei, dass man eben ein eigenständiges Werk erschafft. Also man darf natürlich nicht das Video selbst, also die Musik selbst hochladen und dadurch dann Geld verdienen, sondern man muss schon sich das Ganze anhören. Dann zum Beispiel hin und wieder mal einen Kommentar dazu abgeben, vielleicht das Ganze auch kritisch hinterfragen, vielleicht sagen, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Und jetzt nochmal ein wichtiger Tipp, und zwar, wenn man hier solche Reactions auf YouTube macht, dann gibt es hier manchmal sogenannte Claims. Das heißt zum Beispiel, hier reagiert er jetzt auf ein Video von Shirin David. Dann ist es vielleicht manchmal so, dass das Team oder das Management oder auch sie selbst, also Shirin David, dann das Video claimen kann. Das nennt sich Claim, also dass zum Beispiel dann die Einnahmen von dem Video nicht an ihn gehen, sondern an Shirin David. Das kann man aber relativ leicht umgehen, indem man zum Beispiel das Video nicht, also das Musikvideo, die Musik nicht 30 Sekunden am Stück laufen lässt. Das heißt, dass man zumindest alle 20 bis 30 Sekunden stoppt und dann eben seine Meinung sagt. Und so machen das eben diese ganzen YouTuber, um eben diese sogenannten Claims zu umgehen. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr auf die Videos dann reagiert, mindestens alle 20, 30 Sekunden kurz stoppen und dann eben Kommentar abgeben, was dazu sagen. Und dann werdet ihr auch zu 99% nicht geclaimt. Zudem gibt es hier noch, dazu habe ich auch noch was rausgesucht, das sogenannte Fair Use hier, auch auf YouTube hier. Das ist eben die freie Benutzung, die erlaubt auch die Wiederverwendung von urheberrechtlich geschützten Inhalten ohne die Erlaubnis des Rechteinhabers. Das ist auch rechtlich so. Das heißt natürlich nach wie vor, ich bin kein Anwalt, das ist ja auch keine Rechtsberatung oder ähnliches, aber wenn ihr euch da so anstellt, dass ihr ein eigenständiges Werk erschafft, dann ist das auf jeden Fall im rechtlichen Rahmen legal, auch sowas hier hochzuladen und damit natürlich auch dann Geld zu verdienen. Das heißt, ihr könnt euch natürlich auch hier an ihm orientieren und natürlich auch zum Beispiel auf asiatische Musik reagieren oder eben auf was Außergewöhnliches reagieren. Weil klar, es gibt zum Beispiel in Deutschland sehr viele Leute, die auf die neuesten deutschen Songs reagieren. Da habt ihr wahrscheinlich eine hohe Konkurrenz und da wird es eher schwierig, einen Kanal aufzubauen, bin ich ehrlich. Aber vielleicht hier, wie er es auch gemacht hat, im asiatischen Bereich oder vielleicht, keine Ahnung, indische Musik gibt es ja auch wahrscheinlich sehr viel. Können wir mal kurz schauen hier live. Indian Music. Können wir ja mal schauen, vielleicht gibt es da ja auch schon einen Markt. Hier, ja, zum Beispiel hier, indische Musik, 20 Millionen Aufrufe, 50 Millionen Aufrufe. Vielleicht kann man darauf ja einfach mal reagieren oder eben auch auf asiatische Musik. Also der Kreativität sind da natürlich keine Grenzen gesetzt, weil das ist eben dieser Effekt, dieser Sensationseffekt, wie ich ihn gerne mal nenne. Das heißt zum Beispiel hier ein Asiate oder ein Inder oder wer auch immer sieht, okay, oh, da hat ein Deutscher darauf reagiert, zeigt das natürlich seinen Freunden, seinen Bekannten, weil es was Besonderes ist. Übrigens, umgekehrt funktioniert das Phänomen genauso. Und zwar, es gibt da zum Beispiel die YouTuberin London Alexis, heißt sie, glaube ich. London Alexis. Und die macht es eben genau andersrum. Sie ist Amerikanerin und reagiert eben auf deutsche Videos. Hier können wir das Ganze mal anschauen. London Alexis Worldwide. Und sie macht das Ganze eben so. Wenn wir hier mal raufgehen auf die beliebtesten Videos. Sie reagiert einfach auf deutsche Videos. Hier, American Reacting to Jizzes. Also Jizzes ist ja ein deutscher Rapper. Und sie reagiert dann eben als Amerikanerin auf deutsche Videos. Und dann sind die Deutschen eben ja verwundert und natürlich auch erstaunt und denken, oh wow, eine Amerikanerin reagiert auf einen deutschen Künstler. Das Video schaue ich mir an. Und so könnt ihr es genauso machen. Ihr könnt eben auf ausländische Videos, auf ausländische Musiker reagieren, das eben hochladen. Und da könnt ihr euch einfach auch an den Videos orientieren. Das heißt zum Beispiel hier, dieses Video hat, glaube ich, im Original 50 Millionen Klicks. Das heißt, ihr sucht euch dann immer die natürlich neuesten Videos raus und die Videos mit den meisten Aufrufen. Und dann reagiert ihr eben auf diese Videos. Und dann schreibt ihr zum Beispiel auch hin, German reacting to Indian Music oder
Asian Music oder K-Pop oder was auch immer. Und das ist eben ein ganz, ganz brandheißer Tipp, der auch natürlich noch die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre auf YouTube sehr gut funktionieren wird. Gerade auch, wenn ihr jetzt frühzeitig damit anfängt, könnt ihr natürlich auch noch hier einen Channel in dem Bereich aufbauen und könnt eben damit auch sehr, sehr gut nebenbei Geld verdienen. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch diese Methode gefallen hat. Wenn ihr noch weitere Methoden zum Thema Online-Geld verdienen sucht, dann werft gerne einen Blick in die Videobeschreibung. Dort werde ich euch verschiedene Methoden verlinken. Und wenn ihr euch persönlich von mir coachen lassen wollt, für ein Jahr, für ein halbes Jahr oder auch für einen anderen Zeitraum, dann bucht gerne ein kostenloses Erstgespräch. Dann können wir mal 15 Minuten schauen, wo du aktuell stehst und in welchem Bereich ich dir vielleicht weiterhelfen kann. So, ich werde euch jetzt noch eine komplette Playlist mit über 100 Videos zum Online-Geld verdienen einblenden und nochmal ein Video, wie ich es geschafft habe, 10 neue Einnahmequellen in einem Jahr aufzubauen. Das war es soweit mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.